und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr reingeklickt habt. Vielen Dank. Ja, ihr seht es in der Überschrift, ich habe heute eine Demo, erster Eindruck, ja, Tragetest-Video für euch von einem Concealer, den ich mir schon vorm Urlaub geholt habe, aber dann noch nicht dazu gekommen bin, den auszuprobieren. Außerdem wollte ich unbedingt mal so ein, ich teste das mit euch, erster Eindruck, wir gucken, wie sich es über den Tag verhält, Video machen, weil ich sowas selber immer total gerne gucke und ich wollte es unbedingt selber mal machen. Deswegen habe ich auch gewartet, den zu benutzen. Und zwar handelt es sich um den Smashbox Studio Skin Concealer. 24 Stunden soll der halten. Gut, das ist so lange, wenn wir es jetzt nicht testen, aber ja, wasserfest. Und ich habe den im Farbton Fair mir geholt. Das ist die hellste Farbe, die es gibt. Die war auch eine Zeit lang ausverkauft. Jetzt ist er gerade wieder lieferbar. Ich habe mir den über Douglas bestellt. Als ich den, wie gesagt, wollte, war der ständig ausverkauft. Aber jetzt, wie gesagt, im Teil gerade sind 2,7 Milliliter und die kriegt man für 24,99. Ist natürlich ein High-End-Concealer, ja. Ich habe aber hohe Erwartungen. Ich meine, 24 Stunden soll er halten, wasserfest. Er soll angeblich in den Creasen zwar wunderschön ausschauen. Wir testen das gleich mal. Die Farbe, wie gesagt, ist sehr, sehr hell. Also definitiv was für helle Hauttypen. Da gibt es natürlich auch noch dunklere. Ne? Die Farbe Fair ist, also wir haben ja so ein Schwämmchen-Applikator. Die Konsistenz finde ich angenehm. Ist flüssig, ja, aber doch cremig. Finde ich schon mal sehr, sehr angenehm. Ich vergleiche einmal kurz die Farbe noch, für alle, die es interessiert. Und zwar nehme ich ja momentan die Maybelline Fit Me im Farbton 15. Was der hellste Farbton des Maybelline Fit Me Concealers ist. Und man sieht schon, hier ist Maybelline Fit Me und hier ist der Smashbox. Also da ist schon wirklich ein deutlicher Unterschied in der Farbe zu erkennen. Also der Smashbox, wieso habe ich so Probleme, das auszusprechen? Jetzt bin ich aber hell. Ist deutlich heller. Und ja, wir tragen den jetzt mal zusammen auf und gucken, wie der erste Eindruck so ist. Jetzt trage ich ihn natürlich schon. Es ist doof, das so anzumoderieren. Jetzt weiß ich es natürlich schon. Aber wir machen das jetzt mal zusammen. Und dann sehen wir uns im Laufe des Tages wieder. Und am Abend habe ich dann ein Abschlussresümee hoffentlich für euch. Also jetzt tragen wir das mal auf. So, ich habe jetzt nur Foundation drauf. Wie ihr erkennen könnt, wahrscheinlich noch keinen Concealer. Denn um den geht es ja jetzt. Und das ist das gute Stück, das Smashbox Studio Skin 24 Stunden Waterproof Concealer im Farbton Fair. Das ist der hellste Farbton, den es gibt, weil ich ja sehr hell bin. Deswegen dachte ich mir, der könnte ganz gut passen. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Also wir testen den jetzt mal. Ich drehe den jetzt auch zum ersten Mal auf. Okay, der hat hier so einen Schwämmchen-Applikator, wie viele Concealer haben. Und ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt brauche. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich meine, nachlegen können wir ja immer noch. So wie ich halt jetzt, ne? Und man sieht schon, er ist wirklich sehr hell. Also ist deutlich heller zum Beispiel als mein Maybelline, wie heißt das Ding, das ich da jetzt, Fit Me, deutlich heller mal im Vergleich. Ne? Also man erkennt schon den Unterschied. Und ich arbeite ihn jetzt ein, wie immer mit meinem Beauty Blender, weil ich damit einfach am liebsten meinen Concealer einarbeite. Von der Konsistenz her erinnert er mich allerdings sehr an den Fit Me. Flüssig, aber nicht zu flüssig. Eine gute Konsistenz, finde ich. Okay, lässt sich sehr leicht einarbeiten und verblenden, muss ich sagen. Okay. Die Deckkraft finde ich jetzt im ersten Augenblick gar nicht mal so berauschend, muss ich ehrlich gestehen. Guck mal, hier sieht man nämlich noch deutlich meine Augenringe. Das ist ja doof. Jetzt gehen wir hier einfach nochmal ordentlich was drüber. Ich hau jetzt einfach mal drauf. Vielleicht kann man den ja gut aufbauen, weil das hätte ich natürlich schon gern abgedeckt, weil darum geht es ja eigentlich. Ne? Ich guck jetzt mal nochmal, ob es vielleicht mit der zweiten Schicht... Gut, Beauty Blender ist natürlich auch so eine Sache, nimmt natürlich immer so ein bisschen Deckkraft weg. Aber ich mag einfach meinen Concealer mit dem Beauty Blender einarbeiten. Sollte ich mir das mal abgewöhnen, wenn ich hohe Deckkraft will, aber gut. Also ich muss sagen, der Farbton ist perfekt für meine helle Haut. Was
ich jetzt auch nicht, was ich von, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich das so prickelnd finden soll, weil ich möchte eigentlich auch, dass es ein bisschen aufhält. Ja, irgendwie wird, sag doch mal, ha? Okay, ich bin jetzt fast so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich hätte mir jetzt deutlich mehr erwartet. Ich blende es jetzt trotzdem mal mit dem Finger noch ein. Na, das ist schon die dritte Schicht, die ich hier auftrage. Ich nehme jetzt trotzdem mal mit dem Finger drüber. Vielleicht hilft's. Also er ist im ersten Moment wirklich sehr hell, da merkt man schon deutlich so. Da dachte ich mir jetzt gerade so, okay, ist vielleicht ein bisschen zu hell, aber beim Verarbeiten... Lässt sich aber auch mit dem Finger, muss ich sagen, sehr gut einarbeiten. Also fühlt sich sehr gut an. Okay, jetzt wird es besser. Okay. Jetzt wird die Deckkraft mehr. Also jetzt finde ich schon, dass es... Okay, der trocknet so ein bisschen an, wenn man den nicht gleich irgendwie einblendet. Ich finde, ist jetzt schon so ein bisschen angetrocknet. Also man sollte hier wohl schnell sein mit dem Verblenden. Okay, aber jetzt wird's. Okay, jetzt wird es so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also jetzt ist deutlich schon Deckkraft da. Vom Aufhellen oder Brightening-Effekt merke ich jetzt exakt nicht sonderlich viel. Also das ist einfach echt schwierig, wenn man so helle Haut hat, dann noch was zu finden. Ich hau jetzt nochmal was drüber. Ich schlag dir wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Aber ich möchte einfach jetzt mal hier wirklich gucken, wie der ist, wenn man da wirklich mal layert und speziell hier diese blauen Ringe, die ich hier vorne habe, mal abdeckt. Also wir gucken mal, ob man den wirklich auch gut aufbauen kann, ne? Weil die erste Schicht fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Concealer, den man mit dem Finger einarbeiten muss. Der Beauty Blender nimmt irgendwie zu viel von der Deckkraft, habe ich das Gefühl. Okay, gut. Jetzt wird das so, wie ich das möchte. Na, also ich finde, jetzt ist okay. Besser wird es irgendwie nicht mit keinem Concealer, habe ich festgestellt. Ich hatte zwar Hoffnung, im ersten Moment muss ich sagen, es setzt sich null ab. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt so ein bisschen erkennen. Also man sieht ja hier meine feinen Linien. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich hier irgendwas jetzt absetzt. Schon mal ist so richtig schön, gleitet so schön drüber und betont jetzt im ersten Augenblick keine Fältchen irgendwie. Ich zoome euch mal rein. Oh wow, jetzt habt ihr mich in HD, hier meine Falten, juhu. Also, na, ich habe nicht das Gefühl, dass sich hier irgendwas absetzt. Ich kann jetzt nichts erkennen. Sieht so im ersten Eindruck, muss ich sagen, sehr gut aus. Wir setten das Ganze jetzt mal. Aber das ist das Falsche. Ich nehme jetzt was ich in letzter Zeit immer für meinen Concealer benutzt habe, und zwar den Diffused Light von Hourglass. Irgendwie juckt mir heute meine Nase ganz schrecklich. Stört mich schon die ganze Zeit. Und ich sette den jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich hatte lange überlegt, ob ich es überhaupt setten soll, weil wir ja vielleicht jetzt nicht so wirklich sehen, wie der Concealer funktioniert. Aber ich sette meinen Concealer immer. Ich muss es jetzt auch einfach mal. So, okay. Ich muss sagen, der erste Eindruck überzeugt mich. Ich finde die Farbe super, also könnte vielleicht noch ein Ticken heller sein, klar, um einfach noch ein bisschen mehr aufzuhellen, aber ich bin einfach so hell, ich glaube. Und der ist schon echt richtig hell, finde ich. Deckkraft lässt sich aufbauen, also der allererste Moment war jetzt, fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber wenn man ein bisschen aufbaut, geht's. Ich werde wahrscheinlich das nächste Mal komplett mit dem Finger einarbeiten. Ich glaube, das ist wirklich die bessere Variante. Und wir werden jetzt mal sehen, wie der sich über den Tag so verhält. Der erste Eindruck ist nicht schlecht, also setzt sich wirklich auch jetzt mit gesettet, nichts hat sich abgesetzt. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? 10.58 Uhr. Ich muss mal gucken, wie ich es über den Tag verteilt schaffe.
Aber wir sehen uns auf jeden Fall später nochmal, um zu sehen, wie sich der Concealer nach ein paar Stunden so verhält. Also dann bis... Hey meine Lieben, ich bin zurück. Es ist jetzt 14.41 Uhr und ich habe das jetzt seit halb dreiviertel elf, meine ich war es, habe ich den Concealer jetzt dran und wir gucken jetzt mal, wie er ausschaut. Euch fällt wahrscheinlich auf, dass ich hier unten schwarze Flecken habe. Das ist meine Mascara. Ich habe heute ja auch eine neue Mascara mal benutzt und... ja, die macht mir jetzt hier so schöne schwarze Flecken unter die Augen. Aber gut, jetzt geht es mal um den Concealer. Und wenn ich mich jetzt so anschaue im Spiegel, muss ich sagen, dass ich finde, dass die Deckkraft immer noch gut ist, finde ich. Meine Region unter den Augen, finde ich, sieht jetzt nicht wirklich müde aus. Ich muss allerdings feststellen, dass er... anfängt zu creasen. Also ich zoome euch am besten mal rein, dass ihr das selber mal sehen könnt. Also wenn ihr seht, hier so finde ich es ganz schlimm gerade in dem Bereich. Und ja gut, hier habe ich natürlich die meisten Fältchen mittlerweile. Hier hinten finde ich geht's eigentlich. Hier vorne finde ich es nicht so wirklich prickelnd, muss ich sagen. Da gefällt es mir jetzt gar nicht, wie es jetzt gerade aussieht. Gut, kann sein, dass vielleicht auch der Lidschatten ein bisschen mit einer Rolle spielt. So sieht es auf der anderen Seite aus. Also auch hier sieht man, dass es halt einfach anfängt. falsche Richtung. Zu creasen. Wie gesagt, die Deckkraft finde ich nach wie vor gut. Also ich finde nicht, dass da jetzt irgendwas bläulich durchschimmert. Das finde ich ganz gut. Wie gesagt, das Problem hier vorne, also ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich da schon auch aufgebaut habe. Also ich habe da ja doch einiges am Produkt hin. Kann sein, dass das vielleicht einfach auch zu viel war. Wenn ich mich jetzt so aus der Entfernung anschaue, gut, mich die schwarzen Mascara habe. Ich habe versucht, das wegzukriegen, aber ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt alles wegwische, wische ich den Concealer auch mit weg. Also war ich da deswegen ein bisschen vorsichtig. Wenn ich das jetzt mal außer Acht lasse, hier die schwarzen Flecken, so vom rein, wenn man mich jetzt so aus der Ferne, wenn ich mich so aus der Ferne anschaue, finde ich es ganz gut. Ja, wir warten mal ab, was die nächsten 4-5 Stunden so bringen. Wie das Crease-Verhalten dann ist. Aber wie gesagt, die Deckkraft finde ich nach wie vor gut, dass er jetzt anfängt zu creasen nach 4 Stunden. Nein, also ich hoffe, es wird nicht schlimmer, aber wir gucken dann so in 4-5 Stunden nochmal. So, da bin ich nochmal. Wir haben es jetzt 10 vor 8 circa und sind nochmal 5 Stunden vergangen. Ach, ich finde das heute so hell, das Licht irgendwie. Ich bin heute so extrem lichtempfindlich. Das merke ich schon den ganzen Tag. Und, nochmal 5 Stunden sind ungefähr vergangen. Ich habe den Concealer jetzt gute 9 Stunden auf den Augen seit 10:30 und oder halt im Gesicht unter den Augen. Und jetzt gucken wir einmal nochmal, wie der ausschaut. Ich schaue mal selber gleich nochmal hier. Also gut, die Wimperntusche, die nervt mich heute extrem, weil die hier runtergebröselt ist. Die bröselt immer noch. Ich finde, im Vergleich zu vor 4 Stunden, es ist ein bisschen stärker gecreased, muss ich sagen. Vor allem hier an dem Auge fällt es mir extrem auf. Aber die Deckkraft finde ich allerdings unverändert. Also ich finde jetzt nicht, dass irgendwie die Deckkraft nachgelassen hätte, dass jetzt irgendwie blaue Schatten oder so, diese bläulichen Schatten durchkommen. Das finde ich gar nicht. Was ich auch nicht finde, ist, dass der Concealer irgendwie die Haut ausgetrocknet hat oder so. Also man merkt ihn gar nicht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie eine dicke Masse im Gesicht habe oder so. Also wirklich gar nichts. Es fühlt sich angenehm an unter den Augen. Da kann ich wirklich nichts Negatives sagen. Wie gesagt, die Deckkraft. Also ich finde die Haltbarkeit rein von dem her, von der Optik, von der Haltbarkeit her, finde ich, sieht es aus wie heute Morgen. Was natürlich jetzt passiert ist, und ich zoome euch einmal rein, falsche Richtung, es ist schon gecreased. Also wir haben es ja heute Vormittag schon gesehen, beziehungsweise heute Nachmittag um 2:30. Und ich finde schon, dass es hier jetzt deutlich gecreased ist. Vor allem hier fällt es extrem auf. Hier vorne finde ich es ehrlich gesagt richtig unschön. Gut, wie gesagt, vielleicht spielt da auch der Lidschatten noch so ein bisschen mit ein, jetzt einfach, weil der sich einfach jetzt auch nochmal da ablegt. Möchte ich jetzt nicht mal dem Concealer allein so die Schuld geben. Aber gut, hier hinten
ist natürlich schon nichts mehr Lidschatten und da ist es schon deutlich jetzt auch gecreased, was ich jetzt nicht so wirklich schön finde. Ja, ich finde meine Region, muss mal ein bisschen raus, unter den Augen sieht jetzt schon, ja, ich finde, es sieht schon ein bisschen älter aus, weil eben die Falten, finde ich, schon betont werden. Also ich bin nicht so wirklich tausendprozentig glücklich, jetzt muss ich sagen, wie das Ganze nach 9 Stunden aussieht. Möchte aber trotzdem nicht unbedingt sagen, dass es ein schlechter Concealer ist, denn wie gesagt, die Haltbarkeit ist definitiv da, die Deckkraft finde ich sehr gut, die hat sich auch null verändert über den Tag und es trocknet die Haut null aus, also man spürt auch gar nicht, dass man irgendwie Concealer dran hat, das fühlt sich wirklich sehr gut an und das Creasing-Problem, vielleicht kriegt man das mit einem anderen Setting-Puder irgendwie weg. Ich hatte ja heute hier mein Hourglass-Puder benutzt, ich habe noch ein paar andere, die ich da mal benutzen könnte. Deswegen möchte ich da das noch ein bisschen ausprobieren. Mein Fazit jetzt so nach dem Tag. Ja, ich finde ihn jetzt nicht generell schlecht. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, es haut mich jetzt um, weil er null gecreased hat auch oder so zum Beispiel. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Wie gesagt, ich finde die Haltbarkeit super, die Deckkraft ist toll. Und ich mag das, dass es ein sehr heller Concealer ist, was ja sehr schwer zu kriegen ist. Und entschuldigt bitte, ich schaue immer in den Spiegel, aber ich bin immer noch so am Gucken, wie sieht es aus. Jetzt schaue ich immer noch so. Aber so das Creasen ist was, wo ich sage, okay, könnte besser sein. Oder ist, ja, hätte ich ein bisschen besser erwartet jetzt auch für den Preis. Aber wie gesagt, ich muss das nochmal mit einem anderen... was wollte ich sagen, mit anderen Setting-Pudern ausprobieren. Also das war jetzt so der erste Eindruck. Ich dachte mir jetzt so, ich probiere jetzt mal vielleicht so 2-3 Wochen rum, auch wie es sich so im Langzeittest verhält und mache dann nochmal eine neue Review, wirklich auch mit, wie es mit anderen Setting-Pudern funktioniert oder so. Falls euch das interessiert, ich denke, das ist vielleicht ganz hilfreich. Aber wie gesagt, der erste Eindruck ist nicht generell schlecht. Der haut mich jetzt auch nicht von den Socken, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, aber ja, prinzipiell Haltbarkeit, Deckkraft, Tragegefühl sehr gut. Creasen könnte man eventuell mit einem anderen Setting-Puder vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegen. Ja, das war jetzt so mein Smashbox-Concealer-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen jetzt. Es ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich jetzt auch sowas in der Art gedreht habe, aber hat mir Spaß gemacht, immer mal wieder so zurückzukommen zur Kamera und mit euch zu checken, wie denn so ausschaut. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und war hilfreich für euch. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar, auch wenn ihr den schon probiert habt und vielleicht mit einem guten Under Eye Setting Powder das kombiniert oder so. Gerne. Oder natürlich auch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat oder ein Abo, wenn es das erste Video von mir ist, das ihr seht, dann guckt gerne mal wieder rein oder klickt den Abo-Button. Und ja, ansonsten, das war's. Es gibt nicht mehr zu sagen. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste, das sage ich immer zu euch. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!